Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleihen. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Und wir haben jetzt gespendet. Hallo Internet, hallo YouTube, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Heute haben wir ein Produkt, wo ich mich erstmal wirklich sehr bei der Firma bedanken muss, denn sie haben ganz klar gesagt, normalerweise unterstützen wir solche Sachen nicht. Wir kriegen ständig Anfragen von Bloggern, was eine Aussage ist, die ich verstehen kann. Also wenn ich als Firma, die was verkaufen will, am Tag 30 Anfragen kriege, ob ich den Kram umsonst kriegen kann, dann würde ich auch irgendwann sagen, du, irgendwann müssen wir auch mal Geld verdienen. Alles logisch und ja, sie haben aber gesagt, sie finden mein Projekt sehr, sehr cool, was mich persönlich wirklich sehr gerührt hat und haben gesagt, ja, du bist eine Ausnahme, du kriegst den ganzen Kram. Und diese Firma nennt sich Warnhaus. Ja, wir haben hier das Erdbeermüsli, Crunchy Erdbeermüsli, Strawberry, Frodagole, Fräsas, Ardbeien. Wie gesagt, von der Firma Warnhaus, alles bio, organisch, ja, Bio-Knuspermüsli mit echten Erdbeeren und auch sogar mit einem coolen Rezept hier hinten drauf. Könnt ihr das sehen? Für Erdbeermascarpone mit Crunchy. Ja, und alles echt. Schöne Aussage hier auf der Packung. Alles echt. An diesem herrlichen Knuspermüsli ist alles echt. Den wunderbaren Duft und den köstlichen Geschmack erreichen wir, indem wir neben den Erdbeerstückchen auch ein Pulver aus gefriergetrockneten Früchten untermischen. Und so weiter und so fort. Cool ist, dass hier ein gratis Mini-Riegel in der Packung ist. Den werden wir mal gucken, ob wir den finden. Das ist wie früher bei Kellogg die Überraschung. Ups. Ja, da ist der Mini-Riegel. Ich glaube, hier habe ich auch noch die große Variante von. Weiß ich gerade gar nicht. Denn die haben mir wirklich so ziemlich alles geschickt, was sie haben. Trotzdem probieren wir den schnell, ohne groß Wertung zu machen, falls da noch in meinem Stapel, der immer größer wird, noch eine große Variante davon liegt. Das ist er. Mini, halt quasi so ein kleingeschnittener, großer. Der ist schon mal nicht schlecht. Aber wie gesagt, kein volles Review zu dem Riegel, weil ich den glaube ich noch habe. Sondern hierzu. Das sieht schon sehr krass aus. Also es ist sehr rot. Was daran liegen könnte, dass da Erdbeeren drin sind, ist schon klar. Aber normalerweise hat man rote Erdbeerstückchen und dann weißes Müsli. Und hier ist alles ziemlich rot. Müsli isst man wie? Mit Milch. Und deswegen habe ich das Testerglas auf Awesomeness heute mal zur Testerschale auf Awesomeness gemacht. Damit wir auch ein bisschen sehen können, ob sich eventuell die Milch verfärbt oder so. Gerade weil sie ja sagen, dass sie halt auch Pulver reinmachen. Das ist schon mal immer schön. Ich hasse Müsli-Verpackungen. Kann man da nicht mal was erfinden? Falls jemand zuschaut, der Erfinder ist von Verpackungen, er findet mal eine Verpackung, die man aufkriegt, ohne dass das Müsli überall hinfliegt und nur nicht dahin, wo es soll. Aber das ist hier kein Nachteil, weil das ist bei allen Müsli-Packungen so. So sieht das Ganze dann in Milch aus. Ihr seht nicht allzu viel davon. Also das Fruchtpulver, was ja auf der Rückseite beschrieben ist, löst sich schon ab und färbt die Milch ein bisschen, aber mehr so punktuell. ja, es sind quasi Punkte in meiner Milch jetzt. Übrigens 3,5% Vollhaarmilch. Alles andere ist für Pussys. So, dann wollen wir mal. Also den Namen Crunchy trägt es auf jeden Fall zurecht. Hier ist mal so ein Erdbeerflake, könnt ihr das sehen? Ich finde, ein bisschen mehr Erdbeere würde dem Ganzen gut tun. Ah, wobei, das ist okay.
es ist, also es ist sehr crunchy, ohne dass es gleich so ein hartes Müsli ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese normalen Crunch-Müsli kennt. Da kommt es ja öfter mal vor, dass man denkt, man beißt sich gleich die Zähne aus. Und das hier nicht der Fall. Es ist immer noch es ist immer noch sehr leicht zu kauen. Es hat aber immer noch so einen Crunch dabei. Das ist schon mal ein ziemlich cooles Mundgefühl, weil man morgens, also ich finde nichts schlimmer, als morgens irgendwie da zu sitzen und zu denken, ich kaufe Nägeln rum. Das ist hier nicht der Fall. Sondern es ist tatsächlich halt mit irgendwie so Knusperbällchen sind hier drin, also die so ein bisschen an Puffreis erinnern. Ah, nicht ganz, aber so ähnlich zumindest. Hm. Flockenmüsli auch mit dabei auf jeden Fall. Schmeckt durchaus fruchtig. Ein bisschen mehr Frucht würde mir persönlich besser gefallen, aber das ist, wie ich finde, Geschmackssache. Die Milch wird auch sehr lecker, so wie es scheint zumindest. Ich probiere mal einfach nur Milch. Das schmeckt jetzt wie Erdbeermilch. Das ist schon ziemlich krass. Ja, ich finde ein wirklich sehr gutes Müsli, das, dem noch ein bisschen der Fruchteffekt fehlt. Die Fruchtpunkte sind auf jeden Fall, also die Erdbeeren sind auf jeden Fall sehr lecker, die Erdbeerscheiben. Und insgesamt einfach ein ziemlich gutes Müsli, vor allem wenn man bedenkt, dass es bio und organisch ist und so weiter. Auf jeden Fall zu empfehlen, sollte man sich angucken. Ich gebe dem Ganzen, denke ich, 8 von 10 Punkten. Barnhouse Crunchy Erdbeer, ich bin begeistert. Ich werde das auf jeden Fall leer machen. Ja, und ich bin gespannt, wie die anderen Sorten sind. Ich habe noch jede Menge davon und auch noch die ganzen Riegel. Deswegen, lasst uns auf einfach weiter gucken, was da noch gibt. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen sicheren Tag, einen produktiven Tag. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich habe mein Outro schon wieder verkackt. Egal, habt einen sicheren und produktiven Tag. Jetzt haben wir es doch noch hingekriegt. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, teilen, den ganzen Mist brauche ich nicht nochmal erwähnen. Meine Haare sehen furchtbar aus heute. Egal, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Gianna Brother und ich wink jetzt schon zum 5. Mal. Reingehauen!